Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Im heutigen Video möchte ich mit euch zusammen diese tragbare Power Station von Buletti auspacken. Buletti macht das professionell. Sie bieten Solarpanels, verschiedene Power Stations an und vieles, vieles mehr. Das hier oder die hier wurde mir freundlicherweise von Buletti zur Verfügung gestellt. Das ist die EB55 mit 537 Wattstunden. Was ja, fast einmal Ninebot Max G30D von 0 auf 100 ist. Das ist schon ganz ordentlich. Und ja, wir werden das Teil jetzt gleich mal auspacken, uns den Lieferumfang ansehen. Und dann werde ich euch die technischen Daten alle nennen. Ich habe mir mal auf jeden Fall alle aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse oder falsch sage. Das Teil ist auf jeden Fall verwendbar für zu Hause, unterwegs. Irgendwie macht eine Tour an Vatertag mit Bollerwagen, könnt ihr die Anlage dran anschließen. Das hält etliche Stunden. Ihr könnt das auf verschiedene Wege laden. Das werden wir gleich besprechen. Ist natürlich optimal fürs Camping geeignet und so weiter und so fort. Ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange und wir packen einmal alles aus. Wir gehen den Lieferumfang durch. Ich erzähle euch was zu den technischen Daten, welche Möglichkeiten ihr da habt zum Laden und Entladen bzw. Aufladen eurer Geräte und ich erzähle euch, was ich damit vorhabe. Es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil geben. Ja, let's go. Jo, so ihr Lieben. Also ich habe das gute Stück schon mal ausgepackt. Es ist die Farbe blau geworden. Habe ich vorher nicht gesehen. Hier oben stand es auch nicht drauf. Es gibt das Gerät in blau und in schwarz. Blende ich euch mal im Hintergrund ein. Und sonst auch noch ein paar Details. Wir haben hier Lithium-Eisen-Polymer-Akkus, also Lithium-Eisen-Polymer-Akkus, also richtig gute Akkus verbaut, sollte auch bis 2500 Zyklen halten das Ganze und immer noch 80% Kapazität dann hergeben. Ein Ladezyklus, mal zur Definition, so ein Gerät hat ein BMS, Batterie-Management-System, und dieses regelt das Laden und Entladen der Zellen, sodass das immer gleichmäßig passiert. Einmal an die Steckdose anschließen, heißt nicht ein Ladezyklus. Ein Ladezyklus heißt, wenn alle Zellen einmal entladen und geladen sind, ist das ein Ladezyklus. Also es kann durchaus sein, dass mehrfaches an die Steckdose tun erst ein Ladezyklus ist. Ne? Nur mal so, by the way. Also schauen wir uns als erstes mal den Lieferumfang an. Wir haben dann hier einmal das Netzteil, damit könnt ihr das gute Gerät laden. Das Ganze geht von 0 auf 100 in 3 bis 3,5 Stunden. Hat auch eine ordentliche Ausgangsleistung, habe ich gesehen. Wir haben hier 25,2 Volt bei 8 Ampere. Ne? Also rund 200 Watt Input. Ja. Dann weiter geht's. Dann haben wir einen 12 bzw. 24 Volt Autoadapter, passender Stecker für hier oben fürs Input. Das ist schon mal richtig nice. Also auch die Möglichkeit im Wohnwagen, im Auto zu laden. Richtig cool, was dabei ist, ist einmal dann der Solarpanel Adapter. Der Teil kommt dann wieder hier oben ins Input rein. Und hier schließt ihr das Solarpanel dran an und habt dann die Möglichkeit, über ein Solarpanel zu laden, bis zu 200 Watt Input. Genau darum soll es in den folgenden Videos auch gehen. Wir werden zusammen eine Solartankstelle für die E-Scooter bauen, sodass ich keinen Strom mehr brauchen werde aus der normalen Haushaltssteckdose, um meine E-Scooter zu laden. Dafür werden wir ein 150 bis 200 Watt Panel kaufen. Es ist ja nicht immer einer dran, das Teil ist quasi voll. Selbst wenn wir beispielsweise den WiMAX VX2 nehmen, der hat 624 Wattstunden. Das Gerät hier hat 537 plus ein bisschen Verlustladung über den Laderegler und über das Netzteil des Scooters. Müssten wir den locker vollkriegen, denn die Ladezeit beträgt beim Standard-Ladegerät circa 6,5 Stunden. Und wenn da nochmal 50 bis 100 Watt zukommen über das Solarpanel, ist das absolut kein Problem, den von 0 auf 100 einmal bis zweimal am Tag auf jeden Fall zu laden. Ja,
Und komplett leer ist er eigentlich auch eher selten. Meistens sind es eher Teilladungen. Deshalb sehe ich da kein Problem drin. Ja, das soll das Projekt werden mit der Powerstation. Wenn ihr Bock darauf habt, mal zu sehen, wie gut oder schlecht das funktioniert, wie ich das vorhabe mit der Umsetzung und so weiter, dann lasst einfach mal ein Abo da und in 2 bis 3 Wochen nach Erscheinen dieses Videos wird dann der zweite Teil dazu kommen. So, weiter geht's. Also, dann haben wir hier noch ein bisschen User Guide, Zertifikate, die man alle so braucht und auch User Guide, also Bedienungsanleitung. Hier haben wir nochmal Garantiekärtchen und RMA, falls ihr irgendwie eine Reklamation habt. So, jetzt schauen wir uns aber das Wichtigste an. Ach, und ein Klettband für Kabelmanagement. Sehr nice. Sehe ich das erste Mal dabei, finde ich sehr, sehr cool. Habt ihr sowas schon mal dabei gehabt? Wenn ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Jetzt schauen wir uns die tragbare Powerstation an. Also, so, wir machen die Hude erstmal an. Dann haben wir hier wirklich ein schönes Display. Schön aufgeräumt. Gesamtladestatus, Input, also das, was aktuell reinkommt an Strom, und Output, was momentan über die ganzen 11 Möglichkeiten an Steckern rausgeht. Das ist sehr, sehr schön, schlicht und ordentlich gehalten. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Also, wir haben, wie erwähnt, 11 Möglichkeiten zu laden. Wir haben einmal den USB-Typ-C-Anschluss, der bis zu 100 Watt bringt. Das ist schon richtig ordentlich. Wir haben viermal eine normale USB-Schnittstelle mit 5 Volt bei 3 Ampere. Das ist auch ordentlich. Zwei normale Stecker auf 220 bis 240 Volt. Die können bis 700 Watt Output geben. Das heißt, Leute, ihr könnt damit locker flockig einen Gaming-PC betreiben. Zwar wahrscheinlich nicht sehr lange, 45 Minuten ungefähr, würde ich mal schätzen, weil zwischen 500 und 700 Watt unter Volllast hat so ein Teil ja schon heutzutage mit LED-Bling-Bling. Ne? Aber es ist recht ordentlich. Ja, was haben wir hier noch? Ja, ein DC-Output, also sprich hier wieder Zigaretten, Anschluss, Ausgang und noch zweimal 12 Volt, 10 Ampere. Hier. Und last but not least, oben drauf haben wir einmal Wireless Charging mit 15 Watt. Das ist auch schon ganz ordentlich. Könnt euer Handy drauflegen, zwischendurch mal ein bisschen laden, wenn euer Handy das unterstützt. So, Rückseite haben wir einmal Licht in heller, SOS und Licht aus. Möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. So, also habe ich. Wir haben natürlich über Spannungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz und so weiter. Über die Ausgänge haben wir gerade schon gesprochen, die Ladezeit. Ladezeit übers Netzteil 3,5 Stunden ungefähr, über 12 bzw. 24 Volt Autostecker brauchen wir ca. 3,5 bis 6,5 Stunden. In Kombination Netzteil mit Solar 2 Stunden und Netzteil, also sprich, wir können dann hier beide Inbuchsen benutzen. Das wären dann auch 2 Stunden, denn das maximale Input sind halt 200 Watt und deshalb liegen wir hier so bei knapp 2 bis 2,5 Stunden. Das Gerät hat natürlich alle Zertifizierungen, die man so braucht, die klassisch sind für CE, RCM, FCC, die ganzen Strommessungen, Wellenmessungen und so weiter, hat das Gerät natürlich. Solarpanel kann hier angeschlossen werden bis 200 Watt. Bluetti empfiehlt da 120 oder 200 Watt Panel. Ich werde wahrscheinlich die goldene Mitte wählen. Ein 150 Watt Panel habe ich ins Auge gefasst. Das liegt bei rund 100 Euro für mein kleines Experiment. Dann noch eine passende Halterung dazu, um das ordentlich irgendwo anzubringen. Und noch vermutlich ein Verlängerungskabel für das Input. Ja, 24 Monate Garantie gibt Bluetti hier drauf. Das ist recht ordentlich. Und ja, das gute Teil wiegt mit seiner ganzen Ausstattung
und mit seinem echt dicken Akku nur schlanke 7,5 Kilo. Und damit kann man doch echt viel anfangen. Jo, das soll meine kleine Vorstellung zum Bluetti EB55 sein. Wenn ihr meine Aktion mit der Solartankstelle nicht verpassen wollt, dann nochmal lasst ein Abo da. Das Ganze ist natürlich auch für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben zur tragbaren Powerstation EB55. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.